locked on alcohol. Yeah.
Oh mein Gott, du hast ihn! Genau das, was wir brauchen. Geh jetzt zum Crewdeck. Der Schwerelosigkeit. Ende des Vakuums.
Isaac, ich habe das Shuttle gefunden, von dem Hammond sprach. Scheiße, nicht gut. Das Shuttle ist tot. Jemand hat die Navigationskarten entfernt. Gott weiß warum. Insgesamt sind es drei, die auf dem ganzen Deck verstreut sind. Ich lade ihre Positionen runter. Ich kann von hier aus nicht auf die Türen zugreifen. Du brauchst also einen Schlüssel der Crew. Wenn du alle Teile findest, können wir das Shuttle wieder flott machen und verschwinden. An welchen Hoffnungsschimmer klammern Sie sich, wenn alles um Sie herum hoffnungslos zu sein scheint? Dr. Cross war eine wahre Gläubige. Sie hatte Vertrauen und wartet jetzt auf Ihre Transformation, Ihre Wiedergeburt. Sind Sie bereit aufzuerstehen, Mr. Temple? Natürlich sind Sie das. Haben Sie keine Angst. Sie werden bald schon Ihre Rolle erfüllen. Werden Sie Zeuge der Überführung eines wahren Gläubigen! Sie sind bereit! Nehmen Sie sie an! Heißen Sie sie willkommen! Mm-hmm.
Mr. Clark, ich muss mit Ihnen reden. Ich bin ganz in Ihrer Nähe und ich weiß, dass Sie es interessieren wird, was ich zu sagen habe. Ich kann Ihnen alles erklären. Ich weiß, was passiert ist. Wenn Sie die Navikarten haben, werde ich Sie in die Sicherheitsstation lassen. Wir müssen reden. Beeilen Sie sich! Systeme im Schlafblock B wurden ausgeschaltet. Du brauchst eine Überbrückung, um zur Tür zu kommen. Thank you.
Position der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Ende des Vakuums.
Eintritt Schwerelosigkeit. Der Schwerelosigkeit. Nur die erste Phase von dem physischen Ablauf dieser Transformation abschrecken. Bald schon werden sie alle physischen Belange abgeschüttelt haben. Narren, das ist es, wonach wir all die Jahre gesucht haben. Das ist es, worauf wir gewartet haben. Hört sie nicht auf sie. Kommen sie zurück. Kommen sie zurück. In dieser wichtigen Stunde von der Kirche abwenden. Hören Sie nicht auf zu glauben. Was in der Kolonie passiert ist, ist keine Tragödie. Es ist Gottes Werk. Es ist um einiges fantastischer. Wir haben auf dem Planeten unter uns einen Marker gefunden, dass sich Gottes Plan entfaltet und dass wir seine Erben sind. Wir werden auferstehen. Alles, woran wir glaubten, wird wahr. Unitology ist die Wahrheit und Ihr Tod ist nur die erste Phase. Von dem physischen Ablauf dieser Transformation abschicken.
Das ist es, wonach wir all die Jahre gesucht haben. Das ist es, worauf wir gewartet haben. Hört ihr nicht auf sie? Kommen Sie zurück! Kommen Sie zurück! In dieser wichtigen Stunde von der Kirche abwenden. Hören Sie nicht auf zu glauben. Was in der Kolonie passiert ist, ist keine Tragödie. Es ist Gottes Werk. Diesmal gibt es keine Fluchtmöglichkeiten mehr, mein Freund. Bis jetzt waren Sie ja ganz einfallsreich, aber meine Kreation ist frei. Wiedergeboren in die tosende Hitze des Lebens. Jetzt ist es Zeit, dass Sie mich einbringen. Trotz seiner Labilität könnte er gewalttätig werden.
Amelia, ich wusste, dass du das Richtige tun würdest. Ich wusste es. Ich liebe dich so sehr. Sie haben es geschafft. Gott sei Dank. Sie haben es geschafft. Ich habe ihren Fortschritt beobachtet. Ich weiß, dass sie das Wimp-Shuttle reparieren und von ihr weg wollen. Aber eine Flucht ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Der Schockantrieb des Shuttles ist zerstört. Nein, 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 nein. Verzweifeln Sie nicht. Geben Sie nie die Hoffnung auf. Zuerst habe auch ich die Hoffnung verloren. Habe versucht, das Ding zu verhindern, die Systeme zu sabotieren. Aber Amelia, sie hat alles verändert. Die Kirche! Sie glauben, der Marker war göttlich, aber sie wissen nicht, was hier passiert ist, was entfesselt wurde. Sehen Sie, sehen Sie, sehen Sie genau hin. Das ist es, was wir am Kern des Planeten gefunden haben. Mercer nennt es das kollektive Bewusstsein. Es ist die Quelle, die die Necromaus telepathisch kontrolliert. Wir waren so dumm. Aber Amelia, sie wusste es. Sie wusste, dass es aufgehalten werden kann, indem der Marker auf den Planeten zurückgebracht wird. Der Marker dämmt es innerhalb des Planeten ein. Bringen Sie den Marker zurück und versiegeln Sie das kollektive Bewusstsein. Es tut mir so unendlich leid, Amelia. Ich trage einen Großteil der Verantwortung für diese Tragödie. Jetzt muss ich die Verantwortung übernehmen, es zu Ende zu bringen und für meine Sünden büßen. Aber Sie können mir helfen, wenn Sie das Shuttle reparieren und den Marker zurück an Bord bringen, können wir es beenden. Für alle Zeiten. Persönliches Logbuch des Captain. Um alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Wenn diese Einträge abgehört werden, werden meine Taten rehabilitiert sein.
Ich bin Unitologe. Inzwischen ist es vermutlich kein Geheimnis mehr, dass wir gar nicht in diesem Sternsystem sein sollten. Nur ein weiterer Abbaujob für die Firma. Bis die Kolonie den Marker fand und die Kirche aufhorchte und mich schickte, diese Pilgerreise anzuführen. Sie versicherten mir außerdem, dass ein Großteil der Crewmitglieder streng gläubig sei. Meine primäre Anweisung lautete, den Marker in der Kolonie abzuholen und auf das Schiff zu bringen. Dr. Kine, der CSO, ist Experte für den Originalmarker und erhielt die Aufgabe, auch diesen zu entziffern. Er sagt, er mache gute Fortschritte. Meine Entscheidung, eine Quarantäne über die Kolonie zu verhängen, war gerechtfertigt. Die haben da unten eine Art Epidemie und ich darf nicht zulassen, dass sie aufs Schiff übergreift. Nicht bei dieser kostbaren Fracht. Nicht, wenn wir so nahe sind. Der Planet wird morgen geöffnet. Wir werden den Marker weiterhin entziffern und bei unserer Heimkehr unsere Ergebnisse und den Marker der Kirche übergeben. Die Regierung wird das hier nicht vertuschen. Ortman sei gepriesen. Zündung des Shuttle-Antriebs. Shuttle-Antriebs.
Es funktioniert? Ja, es wird funktionieren. Es ist noch nicht zu spät, das Richtige zu tun. Das Shuttle muss vor dem Start entsichert werden. Da, die Kontrollplattform. Sie müssen die Abdockung durchführen, während ich den Shuttle-Antrieb starte. Das wird uns wieder ganz machen. Beeilen Sie sich! Ich nehme das Shuttle zum Flight Deck, wo der Marker aufbewahrt wird. Shuttle-Sicherung gelöst. Ich bin unterwegs zum Flight Deck. Kommen Sie dorthin, dann bringen wir den Marker an Bord. Ja, Amelia, bald werden wir ihn nach Hause bringen. Keine Ahnung, ob Kain verrückt ist oder nicht, aber wir brauchen das Shuttle. Er sollte auf unserer Seite bleiben. Jedenfalls vorher. Ihre Zeit ist gekommen. Fürchten Sie sich nicht. Es besteht kein Grund, sich zu wehren. Viele sind schon vor uns gegangen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Reise gemeinsam antreten, den Tod überwinden und die Zukunft ihren Kurs nehmen lassen. Kommen Sie mit mir und erblicken Sie das Angesicht Gottes.